Ich habe jetzt noch so ein klein bisschen mit dem Feiern zu machen, der Feier gleich zusammen, denn wir haben hier noch die Pressekonferenz nach der letzten Partie in der Oberliga im Jahre 2012 zwischen unserem KIV 81 und unseren Gästen aus Baden-Mauern. Und ich glaube, beide Trainer ziehen, das macht mir meiner Arbeit so leicht eine positive Bilanz über das, was bisher passiert ist. Auch wenn heute Abend vielleicht noch einmal ein Wermutstropfen dazugekommen ist, auf jeden Fall, das darf ich Ihnen vorstellen, Frank Karnevale, der Trainer aus Baden-Nauheim, mit seinem Team Dritter in der Vorrunde Ziel erreicht. Thank you. Merry Christmas, Happy New Year. Congratulations. Congratulations, Elmer. The team played good. I thought you played more aggressive than we did. And then in the second period, we played a little better and we had a few more stars. But congratulations and good luck in the second round. We're just happy the first round was over. Thank you. Also er ist zufrieden und er hat sein Team heute im zweiten Drittel zumindest bessere Mannschaft gesehen. Und wir wenden uns unserem Trainer zu, das ist immer Schwitz. Und er wird mehr als zufrieden sein, so am vorletzten Tag des Jahres 2012. Naja, Namen zusammen zufrieden bin ich, nur mit weil wir 3 Punkte haben, also bin ich nicht so ganz zufrieden heute. Aber ich finde, wir haben wirklich ein tolles Eishockeyspiel gesehen, wenn man auch davon ausgeht, dass es für beide Mannschaften tabellenmäßig heute um nichts mehr ging. War, glaube ich, da viel Feuer drin, schnelles, hartes Hockey. Es war absolut okay. Wir haben sehr, sehr gut gespielt in diesem Spiel und sind jetzt froh, als Fünfter in die Endrunde eingezogen zu sein. Und eins kann ich versprechen, diese Krefelder Mannschaft ist in jedem Spiel bereit, alles aufs Eis zu bringen, um Punkte zu holen und um gutes Eishockey zu bieten und sich weiterzuentwickeln. Mit dem engen Kader heute, mit 4 17-jährigen DNL-Spielern im Kader, ich denke, haben wir einen ganz tollen Job gemacht und das ist genau der Grund, warum wir hier sind. Nicht um irgendwelche hochrangigen Ziele zu erreichen, sondern junge Eishockeyspieler auszubilden und weiterzubilden. Dankeschön. Dankeschön. Und was gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? Es gibt keine Fragen. Und wir haben heute drüben im Königreich ein tolles Spiel erlebt. Wir haben heute Abend hier ein fantastisches Oberligaspiel gesehen. Das heißt, wir können beruhigt an Silvester feiern gehen wollen. Ich wünsche Ihnen allen eine tolle Silvesterfete. Kommen Sie gut rüber ins nächste Jahr und denken Sie daran, schon am kommenden Freitag geht's weiter in der nächsten Runde der Oberliga. Dann ist hier das alte Derby wieder aktuell zwischen Krefeld, zwischen dem KIV 81 und dem EV Duisburg. Ich lade Sie dazu recht herzlich ein. Wir freuen uns natürlich auch bei Wiedersehen mit Herrn Nauheim. Schönen Abend noch. Ja, und gute Rutsch ins neue Jahr. Bis nächsten Freitag. Danke sehr. Thank you.